Hey Leute und willkommen zu dem drittletzten Rennen von F1 2018 zusammen mit Jan. Hi. Ah, es kann mal sein, dass wir heute keinen Regen haben. Hey, ist es wahr? Ist es wahr? Wäre ja mal was. Es kann, es muss nicht, aber es kann. Ja, das drittletzte Rennen, es geht um alles. Es geht tatsächlich um alles. Also wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Rechts oben auch beim i verlinkt. Über die Playlist einfach mal, könnt ihr mal reingucken. Und natürlich auch rechts oben am i der andere verlinkt. Wir nehmen das auf beiden Kanälen auf. Das heißt, ihr könnt euch beide Sachen nebeneinander öffnen und ja, dann beide Sichten quasi sehen. Hier von Mexiko. Das wird sehr interessant mit der längsten oder einer der längsten Geraden von F1. Die wahrscheinlich längste Gerade von F1. Nicht so krass, ja, aber das ist echt nicht so nice. Ich weiß noch, ich habe dich, glaube ich, hier im zweiten Sektor letzte Saison rausgehauen. Kann das sein? Ich weiß nicht mehr, was der zweite Sektor war, aber wenn ich da jetzt mal lang fahre, dann werde ich sehen. Ja, sehr kurvig. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da hast du mich glaube, ich habe dich also da rausgedrängt oder so. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also doch, du hast mich schon weggeschoben. So. Ja, ja, genau so. Nicht gerammt nicht jetzt, aber sicher, so halt weggeschoben. Was passiert ist, aber oder was für Auswirkungen das noch hatte, aber ich weiß, wir hatten eine Kollision. Wegen dir. Alles wegen dir, Junge. Nein, nein, nein. Ja, aber ja, wir beide können noch von Platz 1 bis Platz 6 am Ende alles genau, werden. Ja. Und genauso, wir sind mit Red Bull in der Konstrukteursmeisterschaft auf Platz 3, können aber sogar schon in diesem Rennen auf Platz 1 hochrutschen. Ja. Mercedes und Ferrari punktgleich. Das ist so krass. Das ist einfach echt krank. Also wir nehmen das hier auch gerade hinter dem Rennen von der USA auf. Also wir sind auf jeden Fall eingefahren, vielleicht ein bisschen zu sehr eingefahren. Ja, man hat dann auch irgendwann die Konzentration verloren. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass du mich hier weggeschoben hast. Also hier dann vor, da wo ich links gefahren bin, da hast du mich mal weggedrängt. Letztes Jahr. Da bin ich nicht hier auf der Ideallinie gefahren, sondern irgendwie links neben der Strecke. Auf jeden Fall. Ist es alles, es wird ein Mega-Finish. Noch drei Rennen mit diesem Rennen hier und es wird krank. Es wird absolut krank, Leute. Wir haben, ich habe 2 Punkte Abstand auf Raikön, der punktgleich ist mit Jan. Also Raikön und Jan beide, glaube ich, 201 Punkte und ich habe 199 Punkte. Also richtig krank, einfach mal. Und Jan und Raikön sind 26 Punkte von Bottas Platz 1 entfernt und ich irgendwie 28 dann logischerweise. Also es ist absolut crazy, Leute. Es kann ja, alles passieren. Vettel auch noch dazwischen, aber der ist nur ganz paar Punkte vor mir, also oh Scheiße. Ganz paar Punkte. Ja, ich hab grad Scheiße gebaut. Okay, hier gibt's auf jeden Fall nochmal direkt einen Sektor. Das heißt, DRS. Ich werde nicht Erster. Und ich habe ja wieder eine Zeit fahren mit meiner ersten Runde hier. Also auf jeden Fall kann alles passieren und es ist mega spannend hier in den letzten drei Rennen. Da müsst ihr auf jeden Fall Daumen drücken, Leute. Bottas hat auf jeden Fall schon eine gute Zeit. Oh Scheiße, gefahren. Okay, ich fahre in die Box. Fuck. Wir müssten theoretisch echt wieder Erster und Zweiter werden, wie in der USA. Und theoretisch wäre es natürlich nicht schlecht, wenn Bottas und Raikön oder Vettel oder so wieder irgendwas passiert. Dass die ja, also vor allem Bottas sollte halt, wenn wir Erster, Zweiter werden, nicht Dritter werden und dann. Ja, das ist die Hauptsache, aber wenn das irgendwas schon passiert, wäre es halt noch besser. Man weiß ja nicht, wie wir jetzt fahren, ne? Ja. Drei Rennen hintereinander richtig gut zu fahren. Das wird auch hart, ne? Vor allem Mexiko. Und kann man hier nicht unbedingt ausgehen, deswegen eben auch schon in diesen Rennen bitte ändern nicht ganz so viele Punkte, wie sie gehen können. Vor allem auch Mexiko ist halt so diese lange Gerade und Red Bull und Mercedes und so ein Zeug. Ja, also mit dem Start auch wieder. Mit dem Start auch der Geraden und so, also da können die uns auf jeden Fall einholen. Der Start in den USA ist ja ziemlich gut gelaufen eigentlich, für dich fand vor ich. Allem, ja. Ja, vor allem für mich. Aber auch mir du wurdest auch ja nicht okay, überholt. Genau, ich wurde auch nicht überholt. Ich war ja dann nur kurz in Raikön drin. Und ich wurde unsichtbar. Und ja, ansonsten, hier
Ich glaube, hier gibt es beim Start in echt relativ häufig ziemlich viele Unfälle. Naja, die schnelleren Autos ziehen halt vorbei, das ist so die Sache. Ja, genau, also hier hast du halt echt so eine harte Kurve, wo du halt wirklich sehr, sehr langsam bist, wenn du da durchfährst. Und hast aber trotzdem sehr, sehr viel Zeit, um wirklich Geschwindigkeit auch aufzubauen. Ja. Deswegen. Die krassen Autos wie Mercedes, auch wenn wir als erste, zweiter starten, werden an uns vorbeiziehen. Ja, die haben einfach ein besseres Auto und die werden halt, ja, genau. Das werden halt in den Start da schon einen Vorteil haben, auch wenn wir Platz 1 und 2 sind. Boxenstopp. Boxenstopp. Hallo. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Fährst du schon wieder? Ja, ne? Ich bin gerade schon wieder draußen, ja. Bin noch in meiner Outlap. So, ich gehe wieder in die Box. Ich war Erster, aber mit keiner heftigen Runde. Also ein paar Millisekunden hier besser als die anderen. Fuck, mein Kopf. Echt nur so ein bisschen, also keinen großen Abstand? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ich schätze, das liegt echt an der Geraden. Ich kann das gleich kann mal gut gucken. Sein, ja. Da. Aber da werden wir echt viel Zeit immer verlieren. Oh, ich habe eine schön freie Strecke. 0,6. In der ich fahren kann. 0,6. Raikön ist weiter, ich bin 0,6 besser. Ich dachte, ich bin noch ein bisschen näher dran an denen. Aber 0,6 geht ja noch. Das geht echt eigentlich. Im ersten Sektor. Raikön Platz 2. Im ersten Sektor hat Bottas lila Zeit. Ja, Raikön Platz 2. Oh. Den habe ich ihn gerade gemobst. Nice. Oh, und dafür fahre ich gerade umso schlechter. Mann. Zweiter und dritter gehört mir, erster, da war ich halt schlechter als die anderen. Machst du nix. Voll dumm. Noch ein lila Sektor. Ich guck mir deine Fahrt hier ein bisschen an, ne? Super Sache. Ab durchs Stadion. Und raus beschleunigen und reicht es? Jawohl! Junge, was ist denn mit dir los? Alter. Wieso? Alter, wie krass du fährst. Was hattest du für eine Zeit? 1,19. Oh, was? Du bist 1,7 Sekunden besser als ich. Junge. Willst mich doch verarschen. Hey, krass. Dann bleibe ich mit den 4%, fahre ich an die Box. Boxenstopp! Dir gehören alle Sektoren, du bist einfach krass. Kann man nicht anders sagen. Das war schon heftig. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass du so gut fährst. Hätte eigentlich noch besser gehen können, ganz ehrlich. Ja, komm, übertreiben müssen wir es ja noch. Ja, ist aber wirklich so. Ich weiß. Sagst du immer. Schneller geht immer. Ich weiß aber auch, wo ich nicht so schnell war tatsächlich. Das kann ich das so sicher sagen. Ich habe ja während der Runde auch schon gesagt, dass ich da so war. Scheiße, aber... War ja gut. War ja trotzdem eine gute Runde. Ja, mega. Fast 2 Sekunden besser. Ist auch schon wieder draußen? Ja. Ja, ne? Naja, ist ja keiner mehr da, nur ich. Der Schwarm war wieder so geplant. Ja, ich dachte, du gehst jetzt in die Box. Ja, ich gehe jetzt in die Box. Du bist jetzt alleine. Cool! Forever alone, mal wieder. Du bist aber gerade noch bei der Outlap, ne? Jojo. Das heißt, gleich fahren sie bestimmt, wenn du auf Stadtziel einbiegst, fahren sie gerade alle raus. Ja, kannst du mir ja zugucken, dann siehst du das. Ja. Wie sie alle rausfahren und mich dann blocken. Ganz genau. That's the plan. The plan? Plan. Ah, Leute, ich muss mich auch ein bisschen gescheit hinhocken jetzt. Wir müssen eine geile Runde fahren. So. Wir da unterm Stadion hier lang. Und raus beschleunigen, gib Gummi! Sieht noch alles gut für dich aus. Jo, ist auch gut.
So, dann fahre ich mal bei dir mit. Fahrst du mal mit. Hast noch 7,5 Minuten. Oder nee, so fast 8, Alter. Sehr cool, werde ich das schaffen. In 7 Minuten. Eine Runde innerhalb von fast 8 Minuten. Mal schauen. Temporadar bist du auf Platz 17. Ja, ich bin immer richtig scheiße auf dem Temporadar. Kann ich selber sehen, auch was ich beim... Nein, kann ich natürlich nicht. Würde gerne... Wie viel km habe ich denn? 332. Cool. Nee, war krass, wir sind wirklich eigentlich immer schlecht beim Temporadar, aber trotzdem irgendwie heftig. Juckt das nicht. Trotzdem heftig. Wow! Bisschen spät gebremst, aber es war eigentlich ganz gut. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, deine Zeit werde ich nicht einholen, aber ich werde auf jeden Fall 1,18 fahren. Ja, zweiter Platz. Du hast aber den dritten Sektor, da hast du Lila. Ui! Wie viel habe ich zu dir? Eine halbe Sekunde. Okay, wie viel habe ich zu Raikön? Eineinhalb ungefähr, ein bisschen mehr. Eineinhalb? Ja. Ah, ist okay, ich fahre die Box. Also musst nicht noch. Ja, genau. Ui. Okay, wollen wir wieder einen Cut setzen? Ja, machen wir. Cut. Jo, Hamilton hat überholt. Hallo? Ist es so? Ja. Ja, so geil. Also, Hamilton auf Platz 3, Bottas Platz 4. Vettel 6, Raikön Vettel 5. Platz, Vettel 5, Raikön 6. Raikön ist halt nicht also mehr schön, gefahren, aber... Red Bull, Mercedes und dann Ferrari. Nice. Schön aufgeteilt. Ah, hey, aber Leute, die überholen uns halt. Mercedes und Ferrari wahrscheinlich auf der Geraden. Ja, so leider. Bullshit. Ja, hier können wir nochmal auf die Rangliste gucken. Also wie gesagt, alles so knapp. Können wir auf Pause drücken und euch das angucken. Ich will da mich jetzt nicht lange aufhalten. Ja, crazy. Let's go. Viel Glück. Drückt uns die Daumen. Das muss... Brauchen, es muss ein Doppelsieg wieder werden. Man kann's... Es ist einfach fast unmöglich, dass es nochmal einer wird. Aber es muss. Aber es muss. Ja. So, Rennst... Oh. Oh, 26 Runden auf Hyper. 36... Oh mein Gott, es sind 36 Runden. Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Ah, 39. Was ist das eigentlich für eine zweite Strategie? Sprich. Einfach nochmal Hyper. Richtig. Noch, einfach nochmal Hyper reingesteckt, Alter. What the fuck? Ja, nee, das ist mir zu langsam. Ich mach das so. Ich meine, doch, die Strategie gefällt mir eigentlich. Also 9, dann 13 so, und dann einmal 14. Rotz, Alter, wer macht denn so? 9 Runden. Junge. Okay. Ja, wie gesagt, wir brauchen. Ultra viel Glück, da hängen sogar die Deutschlandflaggen da oben, extra für uns. Nur ich bin erstmal nicht losgefahren. Sehr gut. So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betrieb. Wie war das Losfahren, Mami? What the fuck? Alter, guck dir das an, was wie lang war das ist? Jetzt, Alter? What the fuck? Junge. Ich, ich weiß, aber geil, Alter. Alter, guck die an. Junge, die werden uns safe. Ferrari und Mercedes wird uns einfach ja, überholen. Ja, die werden beide uns überholen. Und ich überhole Alter. Dich jetzt. Weil ich cool bin. Alter, bin ich dumm. Ja, cool. Platz 5 und. Ja, morgen. Moin. Platz 5 und 6 nach der ersten Kurve also. Ja, ja. Vor der ersten Kurve sogar schon. Ja, ja, vor der ersten Kurve. Und
Wir fahren uns wahrscheinlich dann beide die Räder alle ab an den Bremsen. Ja, dann hätten wir wenigstens Zeit für noch zwei Rennen. Ja, 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 ja. Ich komme wieder hinter dir. Alter. Nicht hochstellen vergessen. Oh, scheiße, ich hab's jetzt gerade gemacht. Ja, fahren wir vorbei. Ja. Alter, was für eine Scheiße wir schon wieder machen, beziehungsweise ich. Alter. Nice. So, beste Vorbereitung. Ja. Ich hab mir einfach nichts warm gefahren, einfach nur dumm gefahren, Alter. So, Synchro. Oh, guck mal, wer da ist. Lol. Hi. Hi. Grotkin und Magnussen und Eriksen. Nice, ich bin durch die durchgefahren. Oh. War so geil. Oh, das wird eine Katastrophe. Das wird echt. Junge, wie weit wir. Guck dir mal auf der Map an, Alter. Was ist das? Das ist so. Okay, Daumen drücken, Leute. 100 Kilometer. Viel Glück, auch dir. Ja, und auch. Dankeschön, das freut mich. Ich hoffe, dass es was bringt. Ah. Ja, aber ein bisschen Angst habe ich schon, okay. Ein bisschen Angst habe ich schon. Direkt losfahren, Durchfallstrafe. Einzige Chance. Hilfe! Der ist schon. Alter. Oh, was denn? Der ist direkt an meinem Arsch. Oh, ich bin glaube ich gut weggekommen. Junge. Oh mein Gott. Ja, es geht so. So semi-gut. Oh, was das? Frontflügel. Oh. Alter. Also mich haben sie nicht angegriffen bekommen. Ich schon. Bin gut weggekommen. Also ich bin. Boah, Hyper ist einfach geil zum Start. Ich bin Vierter und mein Frontflügel ist ein bisschen geschädigt. Muss du wechseln? Nicht unbedingt. Ist so leicht orange. Oh, leicht orange hört sich aber schon orange generell hört sich jetzt schon. Nicht ganz so geil, ne? Ja. Ja, ja, geht schon mal. So semi. Mein Fuß juckt. Ja. Junge, mein Lenkrad juckt. Alter. Hilfe! Alter. Immer mit so einem scheiß schweren Auto. Junge, ich hab den Wolf in mir. Ich mach die ganze Zeit so Geräusche. Ey, der dreht mich! Der dreht mich, ich bin in der Wand. Roter Frontflügel. Nein. Boah, das ist du dreckiger, Alter! Junge! Ah! Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Fuck. Oh, dieser Pisser, Alter. Mann. Egal, ich hab's letztes Rennen auch geschafft. Ich war zwar nicht ganz hinten, nie, aber. Ja, war ja auch Safety Car und so ein Scheiß. Los, los, los. Ich hab einfach nichts. Ich kann direkt aufgeben. Nein, nein. Ich sag ja, zweimal hintereinander kann es einfach nicht klappen. Boah, und ja Bottas auch noch, dieser Wichser, Alter. 2 bis 3 Boxenstürme können ja gemacht werden. Oh, der ist jetzt Dritter, so ein. Ach, Mann. Gerade auch der Pisser, ne, wenn es jetzt ein anderer wäre oder so. Ja, dadurch ist Mercedes Zweiter und Dritter und bekommt natürlich, wenn es so zu Ende geht, natürlich mehr Punkte als wir. Wir sind wieder weiter weg, obwohl wir. Oh scheiße, ich hab die Kamera auch noch geändert. Was mach ich denn? Fuck. Konzentration, du warst gerade so stolz auf dich, dass du so viele Punkte gut gemacht hast und fast sogar an mir vorbei ja, bist. Ja, ich bin insgesamt auch stolz auf mich immer noch. Und ich will den Stolz jetzt nicht verlieren, also komm, let's go. Muss sie aufpassen. Nee, komm, ich schaff das. Wir schaffen das. Packst das, das ja, du packst das. Es ist ja zum Glück früh im Rennen. Was hast du denn jetzt eigentlich für Reifen? Achso, ich hab die auf Rot gewechselt, stimmt. Wollte ich dir noch sagen. Das hört sich doch auch gar nicht schlecht an. Ich hab gedacht, ich nehme einfach die, was am längsten halten und da war halt Rot. Hab ich die noch schnell angewählt, hab dadurch natürlich ein bisschen Zeit verloren, aber naja. Bin gespannt. Oh nein, ich dreh mich. Fuck. Das ist das. Alter Junge, hab ich hier lang gedreht. Oh, jetzt ist Mercedes ganz vorne. Ja, ich bin Siebter. Oh, fuck off, Mann.
Alter, was? Meine Reifen sind nur noch dreckig. Junge! Machen wir die Reifen sauber. Fuck. Okay, bei mir wird es jetzt spannend. Ich muss jetzt das ganze Rennen konzentriert fahren. Als erster kann man doch ein bisschen gechillter fahren. Habe ich bei der USA dann doch gemerkt. Und ja, ich muss dann halt alle überholen. Ich hoffe, ich komme bis ungefähr Runde 9 an die ran und dann gehen die alle an die Box und ich überhole die so. Das wäre mir ehrlich gesagt lieber, als die alle so zu überholen, auch wenn das dann ein bisschen mehr Action für euch hier ist, die hier bei mir zuschauen. Ich hätte da nichts dagegen, wenn ich die an der Box überhole. Rein theoretisch ist ja der Plan, dass du quasi einen Boxenstopp machst du dann noch. Ja, ich hoffe, dass ich dann einen weniger machen kann dadurch. Ja, genau. Die ist fast leer. Reduziere den ERS-Einsatz. Das sieht doch gut aus. Ich habe halt auch kein Benzin mit. Ich bin bei 0,1. ERS ist jetzt auch leer, muss ich auch unterstellen. Aber ja, ich probiere alles. Ein Boxenstopp weniger, das könnte natürlich wieder ein bisschen was bringen. Ja, die halten mich gerade so auf. Ich komme hier, das du bist ist so Siebter, eine Dreierkette. Ne? Ja, ich bin Siebter und ja, ich komme einfach nicht an die vorbei. Guck mal, die hinter dir, 8er bis 20, die sind alle hintereinander. Wenn ich die irgendwie... Alter, ich fahre jetzt gerade schon fast eine ganze Runde hinter denen, ich komme nicht vorbei. Es gibt keine Chance für mich, wo ich überholen kann. Ja, aber lieber... Ich werde gedreht, Raikön dreht. Ich wollte gerade sagen, lieber langsam. Ich wollte es gerade nur aussprechen. Was ist passiert? Jetzt bin ich 12. Frontflügel. Herr Raikön, ich habe ihn überholt. Nein, nichts kaputt. Ja, und jetzt haben wir beide ich ihn überholt und... Oh Mann, ey. So ein Scheiß. Du hast ja auch keinen Boxstop gespart. Das wird jetzt echt Struggle für beide. Wir müssen erst ein Zweiter werden. Komm, wir schaffen das. Oh nein, voll verbremst. Fuck. Das soll eine Strafe geben. Ja. 3 Sekunden. Zeitstrafe. Frontflügel? Nee, ne? Nein, nein. Okay, das ist die Hauptsache. Ja. Nee, ich hab nur voll. Ich bin bei der ersten Kurve war ich gerade so im Duell vertieft, dass ich halt voll vercheckt habe, dass ich bremsen muss. Und da war es einfach. War halt besser für mich. Ah, ja. Ja, ich weiß schon. Oh. Aktuelle behalten. Komm, ich muss die noch vorm Boxen stoppen, sich an die rankommen. Das wird aber richtig schwer, ey. Junge, der Spasti leckt die ganze Zeit bei mir. Ja, bei mir auch. Warum? Oh, ey, ich musste den Platz wieder hergeben, wegen angeblich falschem Überholmanöver und habe mich direkt 2 überholt. Ey, immer dasselbe. Okay, das ist ein richtiges Scheißrennen. Ja, aber wir dürfen nicht aufgeben. Das wäre jetzt... Wir dürfen das Rennen nicht verkacken. Sonst würden wir unseren ganzen Vorsprung wieder verspielen. Was für ein Vorsprung? Ja, Vorsprung. Das, was wir halt aufgeholt haben. Das, ja. Das würden wir alles wieder verlieren, wenn wir jetzt verkacken. Ich komme richtig gut an die ran. Hoffentlich kann ich jetzt mit ERS dann nochmal ein bisschen besser rankommen. Und die. Ja, da ist dein Boxenstopp bestimmt schon längst raus. Also du bist theoretisch, glaube ich, sogar schon vor mir. Dadurch, dass ich auch den einen Fehler hatte. Doch, glaub schon. Wenn ich jetzt an die Box gehen würde, würde ich safe hinter dir rauskommen. Und ich gehe ja sogar, also ich gehe ja einmal an die Box und dann noch einmal an die Box. Gehst ja nur einmal an die Box. Das ist zumindest der Plan. Man weiß ja nicht. Danke für die Aufmunterung. Kein Ding. Die Vorderen fahren halt wieder weg, ne? Die anderen sind natürlich bar. Ja, die anderen Bobos halten halt voll auf. Die sind wenn nah die nicht da wären, wäre aber ich schon wieder an Mercedes halt richtig nah dran, aber. Dadurch, dass ich hier irgendwie unerlaubtes Überholmanöver und all so ein Scheiß, ne? Das ist halt, hält einfach ultra auf. Jetzt wärst du wahrscheinlich hinter mir, wenn du an die Box gehst. Ich hab grad nochmal 5 Sekunden auf euch aufgeholt.
in dieser einen Runde. Das waren gerade irgendwie 12, 13 Sekunden, jetzt sind 7. Was für Runden fährst du? Kann ich ja gerade gar nicht sagen. Schade. Egal. Darf halt keine Scheiße bei meinem Überholen. Deswegen wäre es ja echt smart, wenn die alle in die Box gehen. Aber da bin ich dann doch ein bisschen zu schnell fast sogar. Ich dachte, ich komme nicht ran. Aber ich habe schon wieder 30. Ja, Runde 9 ist, glaube ich. Ja, ich wollte bis Runde 9 an die rankommen, aber jetzt bin ich ja jetzt schon an den ran. Ohne Scheiße. Das ist echt so, ey. Ja, ich muss sie halt so überholen, aber anders ist halt angenehmer. Guck mal, jetzt war der Abstand 7 Sekunden, jetzt eine Runde später bin ich bei 3. Und jetzt ist er bei 0, so gefühlt. Oh, ich hab das Schild umgefahren. Oder das Schild vor allem. Ist ein Pinöpel da. Ich hatte das Gefühl, wir sind wirklich 100 Millionen Mal langsamer als alle anderen auf der Geraden. Witz. Sind wir auch, die ziehen also einfach gerade weg, Stroll sogar. Stroll ja, zieht einfach von mir weg gerade. What the fuck? Das ist halt wirklich übel. Wir sind halt wirklich langsam. So schlecht. Wir hätten auch auf höhere Spitze. Ich hab hier beim Überholen. Ich hab beim Überholen hier richtig Probleme, an die Leute ranzukommen. Höhere Spitzengeschwindigkeit wäre so eine Idee gewesen auf der Strecke. Ja, ich bin auf ausgeglichen. Ja, ich auch. Problem. Ist ja auch nicht schlecht. Okay. Immer. Ja. Aber die sind echt. Ich hätte nicht gedacht, dass die alle so extrem schnell sind. Hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann wieder so viele Leute überholen muss. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt direkt an seinem Arsch kleb. Junge, ich baue. Ja, ich bin wieder bei Raikön, Platz 6. Es ist unglaublich, wie er mich ausbremst. Gelber Frontflügel schon wieder, ey, ohne Spaß. Ich war echt nah an ihm dran, auf einmal steigt er wieder in die Bremse, Alter. Ja, ich finde, das ist so. Auf dieser Strecke ist das Überholen so schwer. Ja, gut, dass ich jetzt 20 Leute überholen muss. Oder will. Ich zieh jetzt einfach hier rein, da kann ich überhaupt nichts an. Nächste Runde soll ich an die Box. 9 halt, ja. Ja. Weil habe ich gut raus beschleunigt. Hotlap, fett. DRS habe ich auch noch. Komm, ey, den muss ich doch kriegen. Ich kann Van Dorn mit DRS, fett und Hotlap nicht überholen. Was ist das? Alter. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Ohne Spaß, Boxenstopp. Ey. Alter, wieso ist dieser Funk so behindert? Ich verstehe es auch nicht. Der hat gerade überhaupt keinen Bock. Oh. Hä, warum wurde ich schon wieder unsichtbar? Wird auch einmal unsichtbar in diesem Rennen irgendwie. Haben wir das wieder umgestellt aus Versehen oder? Nein. Definitiv nicht. Die Bremsen hier so schlimm, ne? Das wird ein richtig schweres Rennen. Das wird echt schwer. Wie viel Platz bist du? 7. Komm, die müssen doch jetzt an die Box, diese Spasten. Ich bin jetzt an der Box. Ein Mercedes ist auch an der Box. Ein Ferrari ist auch an der Box. Ja. Ja, kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich komm. Digga, ich muss einfach warten. Ich glaube, ich überhol die jetzt aber. Ja, guck, du bist an mir vorbei. Ja, ich habe ja auch gesagt, jetzt habe ich richtig aufgeholt nochmal. Ich bin 17. Ich habe richtig Probleme. Ich bin 9. 8. jetzt gleich, hoffentlich. Nee, oder auch nicht. Junge. Okay, jetzt bin ich 8. Puh.
Das kann jetzt richtig zum Problem werden. Das ist schon ein Problem. Da vorne mal, ja, du musst die da vorne mal aufhalten. Ja, wenn ich mal nach vorne kommen würde, so richtig vor. Wie viel Platz bist du denn jetzt? Ich schätze, dass noch ein paar in die Box gehen. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe es, ehrlich gesagt, aber. Also ein, der erste Mercedes ist gerade an der Box. Also insgesamt der zweite natürlich, aber der gerade erste ist. War nämlich noch nicht. Das ist gerade. Und der Ferrari geht wahrscheinlich auch direkt mit. Jupp. Das heißt, die Spitze war dann komplett schon an der Box einmal. Die ersten, die als erste sechs gestartet sind hier. Die aus der ersten sechs, voila. Alter, hier sind 100 Autos gerade. Direkt hintereinander. Seid ihr behindert? So, Hotlap und Fett und gib ihm. Okay, ich bin Vierter. Nice one. Ich bin Elfter. Paar, die anderen sind nochmal ein gutes Stück. Alter. Ja, die sind aber nur so weit entfernt, weil die anderen, also mich haben die zum Beispiel die anderen langsamen Autos total aufgehalten. Also deswegen konnten die einfach so weit wegziehen. Also ich hätte die locker aufholen können, aber weil die anderen, du kannst, also, oder ich, boah, nee, nee. Nein, bitte nicht. Mann, ich versuche ja wirklich alles. Was passiert schon wieder? Autos, also alles heile, aber. Was ist denn eigentlich gerade passiert? Das ist nicht. Die haben mir vor. Das ist immer noch hinter mir, das ist. Okay, das ist einfach nur Zeit verloren. Ich glaube, da hat es gerade alle gedreht. War, glaube ich, ein kollektives Drehen. Nice. Also, keiner hat mich überholt. Ich glaube, das war irgendwie strange. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Mach ich schon. War echt strange, was da passiert. Ein Fall für Galileo Mystery. Wirklich, ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Haben sich gerade alle auf einmal in derselben Kurve gedreht. Mann, die schlagen die Strategie immer dann vor, wenn man nicht drauf gucken kann, ey. Okay, also ich bin Platz 8. Bestätige. Die normale Strategie war mit 3 Stops, ne? Also zwei, also wir hatten die 2 Stop, aber es gibt auch noch einen 3 Stop. Ah, wir hatten die 2 Stop. Ja. Okay. Ja, logisch. Stimmt eigentlich. Ach, ich denke. Was mach ich, ist die Frage. Ich hoffe gut fahren, um Erster zu werden. Ja, so gut wie es geht, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich in dieses Dilemma hier gekommen bin. Ich hatte mehrere Fehler. Habe ich selber versaut, kann das sein? Der Abstand zum Führenden beträgt 11,2 Sekunden. So viel Aufregung, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wodurch ich eigentlich auf diesen doofen Platz hier gekommen bin. Ja, doch. Einmal selbst gedreht und dann aufgehalten worden. Ja, eine 3 Sekunden Strafe habe ich auch noch. Naja, das ist erstmal egal. Das wird erstmal wichtig. Ganz am Ende vom Rennen. Ganz erstmal überholen. Immerhin haben wir 36 Runden, ne? Ja, zum Glück, also es ist gar nicht das ist halt so echt das Gute. Schlecht. Das ist halt echt. Ich dachte, das ist nervig. Noch viel Zeit ist. Wir haben jetzt gerade mal ein Drittel ungefähr. Ich muss hier immer rüber, ich kann die Kurve nicht einlenken. Ich muss hier immer rüberfahren. Zum Glück bekomme ich da keine Verwarnung für. Wo denn? Ich möchte auch rüberfahren. Da, wo mich letztes Jahr rausgerannt hat. Da einfach links drüber.
Aber dieser einen Linkskurve da. Ist es denn schneller, darüber zu fahren? Ich weiß es nicht. Aber ich kann nicht anders.